Anna Bariber entwickelt in ihren Werken eine Aufmerksamkeit für Wahrnehmung, die über das Offensichtliche hinausgehen. Dabei geht es ihr zum einen um den erweiterten Begriff von Zeichnung, zum anderen geht es ja auch um das traditionelle Motiv des Fensterbilds. Das Fensterbild hat ja eine lange Tradition, fängt schon bei Leonardo an, als Fenestra aperta ist es eigentlich in die Kunstgeschichte eingezogen. Und Anna Bariber spielt mit diesen Blicken, die zwischen Innen- und Außenraum vermitteln. In der Ausstellung ist eine 10-teilige Arbeit zu sehen, die heißt Windows. Und da hat sie in vorgefundenen Fotografien nur die Fenster ausgeschnitten. Also das ganze Motiv ist durch das Passepartout überdeckt. Und in jeder Zeichnung findet man ein kleines Fenster. Und dieser Blick, den man sozusagen aufnimmt in einen Innenraum und der auch anregt zu Erinnerungen, weil man sagt, dieses Fenster war mal in meinem Heimathaus oder ich kann mir vorstellen, hinter diesem Fenster wohnt jemand, der das und dasjenige gern macht. Also diesen erweiterten Erfahrungsraum ist Anna Bariber in diesen Arbeiten wichtig.